Da sind wir wieder. Willkommen zurück zu Let's Play Legend of Zelda Oracle of Ages. Ja, jetzt müssen wir hier lang. Denn das neue Gebiet zieht mich hier hin. Symmetria-Stadt, Lyna-Stadt. Na, da oben. Symmetria-Stadt kommen wir wahrscheinlich noch nicht hin. Nein, wir sehen. Da ist alles zu, da kommen wir noch nicht hin. Da ist ein Häuschen, da müssen wir später hin. Oder, was haben wir denn hier Schönes? Was ist das für eine Musik? Cool. Oh, eine Schatztruhe. Aha. Das scheint der nächste Dungeon zu sein. Auf geht's. Oh, was ist das denn? Kleine Feen. Das ist unser Spielplatz. Wollen wir Verstecken spielen? Wenn ihr uns nicht alle drei findet, gelangt ihr nicht voran. Wir verstecken uns, also sucht und findet uns. Oh, Versteck spielen. So, das Ding ist unter einem Stein. Das Ding versteckt sich hinter einer Pflanze und das Ding auch wahrscheinlich, ja. Seid ihr bereit? Kommt doch und findet uns. Ja, das Ganze hier ist ein Labyrinth. Ihr sieht fast immer alles gleich aus. Wir können uns hin und her bewegen. Irgendwann finden wir schon die richtige Ecke. Und da ist einer. Na schnau, na gut. Aber es fehlen immer noch zwei. Da haben wir die nächste. Ihr habt mich gefunden. Doch die letzte ist die am schwersten. Einfach mal ein bisschen hin und her gehen. Kann nie schaden. Hörst du auf? Nein. Da ist er doch. Tada! Versteckspiel gewonnen. Wie, ihr habt uns alle gefunden? Beachte ich, mein Herr. Ach, ihr habt uns alle gefunden. Nun gut, wir necken euch nicht mehr. Wir bringen den Wald in Ordnung. So, das war's. Der Zauber des Waldes ist gebrochen. Welch ein Spaß. Spielen wir mal wieder? Und wir können weiter. Antike Höhlen. Vorsicht, Einsturzgefahr. Ach, diese... Oh, oh. Oh, oh, nein. Nein. Shit, wir haben es kaputt gemacht. Wir waren's nicht. Der da war's. Duran, bist du unversehrt? Du kannst nicht hineingehen. Der Stein, den du zerstört hast, hat die Höhle abgestürzt. Das stimmt gar nicht. Wer hat nicht? Ein Jammer, dass uns Nairu keinen Rat geben kann. Vielleicht findest du im Haus von Nairu etwas Hilfreiches. Mhm. Na gut. Geh nochmal schwimmen. Dann gucken wir mal ganz schnell im Haus von Nairu nach. Nairus Haus war da oben. Hallo, hallo. Ach, wir können auch mal das Inventar durchgucken, ne? Moment, so. Das sind unsere Items, kennen wir ja alles. Hier haben wir zum Beispiel noch das Etui. Das ist der Gruftschlüssel und hier sind unsere Tauschobjekte, ein Irrlichtuhr. Der Gasha-Kern und der magische Ring. Hier sind unsere Dingersbumsens. Du bist in der Gegenwart. Herzteile und sichern. Kennen wir alles. Alles klar. Muss ich nicht viel zu sagen. So, wie kann uns Nairu denn weiterhelfen? Ich bin mal gespannt. Oh, klappt nicht. Nairus Haus. Was machst du denn? Da klaust du das Inventar? Ist es möglich, dass hier ein versteckter Raum existiert? Ich spüre einen Luftzug von oben her. Läuft. Erstmal reingegangen. Hier ist ein Keller hier. Was ist das denn? Leute, geil! Du erhältst die Harfe der Zeit. Ich bin Nairu, das Orakel der Zeiten. Du hältst ein Instrument, das man die Harfe der Zeiten nennt. Ich kenne dich zwar nicht, doch du wirst diese Harfe nicht grundlos besitzen. Du bist der Held, den die Ströme der Zeit auserkoren haben. Deine Ankunft bedeutet, dass ich mich nicht mehr in dieser Zeit befinde. Die Harfe ist hier versteckt, weil ich all das befürchtet habe. Ich vertraue dir die Harfe an. Das Spielen bestimmter Lieder auf der Harfe der Zeiten
macht Reisen durch die Zeit möglich. Lerne nun von mir die Melodie des Echos. Spielst du diese Melodie, setzt du die Kraft der Zeitportale frei. Du findest sie überall in diesem Land. Betritt eines der Zeitportale, um durch die Zeit in eine andere Epoche zu reisen. Im Laufe deiner Reisen wirst du weitere Lieder erlernen, die dir eine freiere Navigation durch die Zeit ermöglichen. Auserwählter Held, schütze dieses Land vor den Klauen des Bösen. Bitte, ich zähle auf dich, unbekannter Held. Die Melodie des Echos, sie erweckt schlafende Zeitportale. Nice! Jetzt können wir auch durch die Zeit reisen. Na Impa, was machst du hier? Beeil dich und rette Nairu, die Welt gerät aus ihren Fugen. Makuba muss auch noch seinen Senf dazugeben. Was los? Bist du kidnapp, Junge? Duran, das ist die Harfe der Zeiten. Mit ihr kannst du Zeitportale öffnen, um durch die Zeit zu reisen. Da hätte ich jetzt auch gewusst. Die Höhle ist jetzt zwar eingestürzt, doch eventuell kannst du in der Vergangenheit einen Zugang finden. Was ist da denn? Hallo? Hallo, hallo? Meiner! Nix. Hier ist gar nichts. Toll. Na gut, ja, dann würde ich sagen, die Harfe der Zeit gleich mal auschecken, was sie drauf hat. Und wir sehen, dass ein Zeitportal aktiv geworden. Ach, jetzt sind wir hier gelandet. Ah, so. Na gut. Gucken wir mal uns mal um. In der City. Ach, können wir nicht mal hier im Spiel gucken. Was haben wir denn da? Volltreffer bringen Preise. 350 und Punkte und mehr ein Ring. 200 bis 94 Gasha-Kern, 30 Rubine, ein Herz, 150 Punkte nichts. Viel Glück. Das ist ja blöd, das bringt ja gar nichts. Den will ich auch nicht haben. Wir müssen eine Zielübung, Zielrubine. Ja, okay, komm. Einweisung, ja, bitte. Schleuder mit deinem Schwert den Ball gegen das Ziel. Jedes Ziel ergibt eine andere Punktzahl. Fee 100, Blau 30, Rot minus 10, Kobold minus 50, daneben minus 50. Deine Prämie ist abhängig von den Treffern nach 10 Bällen. Kapiert? Ja. Dann geht's los. Ja, nix fertig. Ah! Ich will nicht, nein! Ich muss hier dahin. Naja, immerhin. Einmal Blau macht 30 Punkte. Woll! Nein, da war rot. Scheiße. Ah! Mein Gott, das ist aber blöd diesmal. Wo sind denn die Feen? Naja, okay, immerhin 20. Na komm, nach oben hinweg. Ist egal. Macht 90. Oh, oh, Fee, die will ich haben. Jawoll! 190. Und, ach, geradeaus nach oben. Das kriege ich hin. Einmal blau, eine Fee. 30, 130 Punkte. 320. Ja, nach oben, komm. Kein Risiko. So, mein 20 Punkte, noch 340. Auch nochmal so. Ja, okay. Sind 30. 370. Nice. Ja, okay. 30 Punkte. 400. Oh, genau 400. Das kriege ich. Für mehr als 250 gebe ich dir einen Ring. Yeah. Noch eine Runde? Nein. Lass mich in Ruhe. Nein! Oh, ich wollte doch jetzt gar nicht spielen. Ja, ja, Verhalt ohne Wirkung. Bla, 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 bla. So, in der Vergangenheit könnte es also noch sein, dass dieses Ding da ist. Und mal gucken. Haben wir überhaupt einen Gasha-Kern? Oh, ich habe noch einen. Cool, dann können wir reinpflanzen. Also muss ich hier durch. Weg mit dir. Du nervst. Du auch. Was haben wir denn hier? Da steht eine Frau. Was will die denn da? Na du?
Mein Mann hat gefunden, was Königin Amby gesucht hat. Dennoch hat man ihn zur Arbeit zum Schwarzen Turm gebracht. Ich vermisse ihn. Was suchen die denn? Ambys Bomben haben ungeheure Durchschlagskraft. Auch die hat Bomben, cool. Ich sehe immer zu die Höhle an und frage mich, ob ein Schatz darin sein mag. Aber dieser Fels hier ist im Weg. Wenn ich ihn doch einfach Da brauchen wir Bomben. Also müssen wir für Amby die Bomben holen. Ich werde das finden, was König Amby verlangt. Dann muss ich nicht an Ambys Turm arbeiten. Tief im Wald gibt es einen magischen Kern und eine Eulen und die Eulenstatue. Wenn man die Kerne auf die Statue legt, bewegt sie sich. Als ich es zum ersten Mal sah, habe ich mich noch erschreckt. Doch jetzt finde ich es spaßig. Aber ich darf nicht alleine in die Wälder, sagt der Erwachsene nichts davon. Okay, jetzt wahrscheinlich da rein. Komm, mit euch allen muss ich jetzt auch nicht reden. Also muss ich die die Kerne, das sind wahrscheinlich die, die magischen Bumskerne. Wie heißt sie denn noch gleich? Sag mal schnell. Leute, was ist denn hier? Ach so. Ah, voll schwierig. Weg. Da hat das Näschen gejuckt. Das juckt immer noch. Nein, nicht jetzt. Okay, gab's nur einen Gascha-Kern? Na gut, besser als nichts. Warte. Erstmal zumachen da. Wo ist denn der Baum? Muss ihn finden. Okay, da ist noch ein Weg. Aha. Ach, guck mal. Ob wir da wo was verbrennen können? Nein, falscher Knopf. Aha. Wo geht's denn hier lang? Ein Herzteil. Damit habe ich wieder ein vollständiges. Nice. Ein Herzcontainer für mich. Und wo geht's da lang? Gleich mal auschecken. Was ist denn das hier? Ach, lol. Naja, gut. Dann gehen wir den Weg wieder hier lang. Oh, seht schon, es fehlt noch ein Herz, dann haben wir schon die erste Herzreihe voll. Ach, ist das geil. Das finde ich nice. Oh, ausweichen. Aha, es sind doch die Arcanum-Kerne. Hast du was Tolles für mich da? Autsch. Taube, taube Nuss. Dieses Geheimnis ist momentan der Renner unter uns Laubkerlen. Ach so, nein. Die ganzen Geheimnisse will ich jetzt nicht hören. Tada, Weg offen. Ich kaufe ein Schild. Nee, danke. Hab ich schon. Brauche ich nicht noch ein. Rubine, cool. Die Dinger nerven auch, ey. Ganz schlimm. Lol, hier kaufe ich dafür 10 Rubine. Lol, falschen Weg gelaufen. Oh ne, komm einer weg. Alter, wie ich Dinger hasse, ne? Nein! Okay. Ach, guck, hier ist noch eine Treppe. Jawohl! Nix da. Du willst Arcanum-Kerne.
Er testet ja an vielen Sachen. Die wird wahrscheinlich nur wieder sagen, hier komm, Dingsbums da. Benutze mich, um Geheimnisse zu erfahren, so nach dem Motto. Lol. Gut, dann müssen wir die jetzt wahrscheinlich zu Königin Ambi bringen. Die wird uns dann... Ach, muss ich gar nicht, cool. Ah, die Arcanum-Kerne, nach denen Königin Ambi verlangt hat. Sehr gut, Kleiner. Eskortiere dich zum Palast. Gut, Knirps, du hast sie gefunden. Folge mir, um Königin Ambi zu treffen. Oh, voll schön. Oh, wie cool. Und was für eine Musik. Ist ja nice. Königin Ambi. Königin Ambi, er sagt, er wünsche seine Hochachtung auszudrücken. Er bringt die Arcanum-Kerne, die eure Majestät gesucht haben. Lass mich sehen, was er mitgebracht hat. Weg sind sie. Jetzt sind sie da. Arcanum-Kerne. Nairo benötigt Arcanum-Kerne mehr als alles andere. Nairo? Ach, ich wollte ja... Oh, oh. Sie wird höchst erfreut sein. Wie lautet dein Name, Knabe? Duran? Ich belohne dich, Duran. Bringt sie her. Gibt's jetzt? Ach, jetzt gibt's Bomben wahrscheinlich. Duran, dies ist eine Belohnung. Nimm sie und sei dankbar dafür. Aber jetzt 10 Bomben, nice. Mein Palast ist sehr weitläufig. Du wirst den Weg hinaus sicher nicht allein finden. Ich werde ihn hinaus begleiten. Gehen wir, Kleiner. Wird der Knabe zurückfinden? Jawohl, Euer Majestät. Oh nö, oh, da ist er. Duran, ha, gut gemacht. Erst hast du mich durch die Barriere geschleust und nun bringst du mir Arcanum-Kerne. Lieber Knirps, es ist dermaßen einfach, die Freundlichkeit mancher Leute auszunutzen. Schon habe ich ein potenzielles Problem weniger, das mir in die Quere kommen könnte. Meine Güte, diese Arcanum-Kerne sind ja nicht auszuhalten. Ihr Geruch und ihr Aussehen, pff, nun denn. Königin Ambi, nun dank meiner Kräfte unterliegt dir die Kontrolle des Zeitflusses. Für dich werde ich einen endlosen Tag erschaffen, damit das Volk nie zur Ruhe kommt und sich der Turmbau fortsetzt. Und wenn der Turm an den Himmel stößt, wirst du als die größte Königin, die je gelebt hat, in die Geschichte eingehen. Oh, ich werde bekannt sein als die große Königin. Nairo, Orakel der Zeiten, erschaffe für mich einen endlosen Tag, dass die Menschen ohne Rast arbeiten, alt wie jung soll, bis an mein Ende arbeiten. Das ist aber nicht so nett. Die kichert sich wieder ein. Wir kommen dem Zeitalter des Schatten näher, Doch noch ist es zu früh. Der wahre Schatten fällt erst, wenn der schwarze Turm den Himmel erreicht hat und ich die oberste Kammer betrete. Dann wird es soweit sein. Jo, gute Arbeit, Kleiner. Ambi ist höchst erfreut. Du darfst nun gehen. Toll. Also haben wir jetzt unserer Gegnerin geholfen. Super. Verdammte Gasha-Kerne. Pflanzen, hegen, pflegen, noch mehr Nüsse und all diese neuen Nüsse enthalten wieder verschiedenes Zeugs. Ah! Geh mir fort damit. Da, nimm das hier mit. Ach cool. Dankeschön. Ja, ja, komm mal die Klappe. Einen Gasha-Kern bekommen. Oh, da steht der Baum schon. Lol, die gibt's hier auch in der Vergangenheit. Schnell aufräumen. Komm her. Bleib hier. Oh. Naja, viel ist es nicht. Autsch, hey, pass doch auf. Was treibst du ja eigentlich? Wie auch immer, dein Zeugs gefällt mir. Erstmal gesnackt hier. Okay, da wir jetzt Bomben haben, können wir ja eigentlich in den Tempel da rein.